So, liebe Leute, jetzt gehen wir in Halle 2. Okay. Also vor. Gucken wir das hier noch an. Ein Lehrplan. Oh, ich habe mich auch erwischt. So, gehen wir erstmal hier unten erstmal angucken oder gleich nach oben. Aus Afrika. Jetzt gehen wir zur oberen Ausstellung. Ist auch cool. Ja, das ist Emotion. Ach, so wird ein Ausgang sein. Kostüme, aber zwar Wahnsinnmuster halt. Also ein Modell. Da ist ein auch so ein Modell von Flugzeugen. Nur so ein Flugzeug. So. Bilder. Ein Propeller. Kleine Modelle der Flugzeuge. Gut. Lauter kleine Panzermodelle. So, was gleich von oben ist. Da geht's wieder runter. Da mal reingucken. Das ist unsere Familie. Vom Kaiserreich bis zum Dritten Reich. Gut. Ja, das ist auch so ein Militär im Kaiserreich mit Jubel in die Hölle. Sieht voll aus. Oder was? Eine Flagge. Ja, das hat man früher Krieg gemacht. Ah, ein neues Modellflugzeug. Von damals.
Hier kann man so. So, das ist halt die Waffen. Das war der Raum. Jetzt gehen wir zum nächsten Raum. So. Verband der Heimkammer, ja, Würzburg. Da ist hier so ein Museums, das ist so ein Kinoraum. Da soll ich schauen, ist das früher auch mal Kino war. Rockdown. Dann habe ich hier Sachen, alte Telefone. So, oh, alte Fernseher. Und durch Raum wieder, was ist? So ein Kriegsplan. So, das ist halt, naja, Waffen. Panzerwurst. Das sind die, die in der Erde gefunden worden sind, Bodenfund, Acker vergraben. Was ist denn alles hier? Modellpanzer. Ein Kriegsschauplatzmodell. Ein Modellschiff. Modellschiffe. U-Boot. So schaut's hier aus. Eine Trommel. Wir haben drei Sachen. Oh, Gasmasken. Helme. Um.
So, Ausgang, gehen wir da wieder runter. So, gucken wir uns alle zweimal richtig mal an. Gut, das ist ein Wüstenkampf. Scheinwerfer, extra groß durch Scheinwerfer. Da ist eine alte VW-Kübelwachen, eine Schule. Ja, die mussten damals auch Schule gehen. Essenswaren, sehr lichtig bei der Armee, Essen. Ohne, wenn man Hunger hat, kann man keinen Krieg gewinnen. Ist aber klar. Und da ist so ein. Ja. Und dann wieder so ein Besteck, das wir damals halt hatten. Mit Modellpanzer. So, das ist ja die Schule. So. Na, noch was drunter. Laternen. Da kann man sich wieder hocken, also hinsetzen. So. Beleuchtungshänger. Ja, Beleuchtungshänger. Jetzt geht's mal weiter. Da ist die Schule. Das ist ein ehrlicher Will. So, warte mal, das ist die Schule damals. So. So, alle drei. Jetzt haben wir die Schule an. So. Da haben wir die Schule. Ja, Hitlerjugend. So. Das ist Halle 3. Viel Panzer. Viel steht herum. Oben was. Da hängt einer. Fallschirmjäger wahrscheinlich. Ausgang. Da können wir noch hin. Das ist cool. Schönes Ding. So, wir bis zum Ende. Ah, und jetzt gehen wir. Ah, das rum. Sehe ich die Richtung. So. Dass ihr alles gesehen habt. Ah. Jetzt gehen wir wieder in Halle 2 rein. Gucken uns da weiter um hier. Das muss so ein Schiff, so ein U-Boot-Motor sein. Und den holen wir uns jetzt mal an. 1 Euro. So. Noch mal 1 Euro. Warte. 1 Euro habe ich hier. So, Leute, jetzt habe ich 1 Euro. Wir haben uns U-Boot-Motor an. Hier, 1 Euro. Kamera läuft. Let's go. Das kann ich selber angucken.
Ja, genau, oder das Overmotor. Ja, die waren jetzt immer schon sehr laut. Ich bin natürlich gekolben, was ich noch gewesen habe. Und aus. Das war's. Ein Uppermotor Mann G8VU33. Ein paar Pläne. Seht ihr hier? Ein Plan. Und wie das hier hergerichtet worden ist. Gut. Man sieht auch etwas. Was sieht man hier? Ja, irgendwas. Gasmaske. So. Den anderen Raum. Jetzt kann man hier noch ein, ja, da mal Bombe, Gartenstraße. War ist, oh, das ist schon ganz schön groß, ne? Kann man hier reingucken. Ja, das schaut aus, damals im Zweiten Weltkrieg, wie Schweinfurt bombardiert worden ist, ist ein Simulator. Stellen wir mal dahin. Gar nichts. Oh, das? Achtung, Achtung! Das Oberkommando der Wehrmacht ist bekannt. Feindliche Bomberverbände wehren sich schweigend. Sie werden durch Flakbatterien bekämpft. Schreien. So, halt die Bombe dir an. Der erste Bombenabwurf aus einem Flugzeug wurde um 1911 aus einem italienischen Flieger gegen ein türkisches Militärlager eingesetzt. Oh je.
Davor haben die Briten schon Bomben gegen die Buren verwendet. Der Luftkrieg mit seinen Bombenangriffen war eine neue Dimension von Tod und Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Angriffe aus der Luft auf Wohn- und Arbeitsstätten der Zivilbevölkerung sollten diese demoralisieren und die Kriegsproduktion stören. Es gelang jedoch nicht. Hey. Wenige Wochen nach den Angriffen war die Produktion wieder in vollem Gange. Die Taktik des Luftangriffs gegen Städte wurde erstmals gegen 1936 im Spanischen Bürgerkrieg Legion Condor und später 1940 gegen die englischen Städte Coventry und London von der deutschen Luftwaffe angewandt. Was anfänglich auf deutscher Seite mit relativ wenigen Flugzeugen begann, setzten ab 1942 bis 1945 England und USA mit großen Mengen an Bombenmaterial und Flugzeugen auf die deutsche Bevölkerung fort. So wurden deutsche Städte Tag und Nacht mit bis zu 1000 Bombern angegriffen und vernichtet. Mehrere Luftangriffe auf die Kugellagerstadt Schweinfurt wurden verübt. Der erste Bombenangriff fand am 17. August 1942 statt. Würzburg am 16. März 1945 war mit ca. 5000 Toten ein tragisches Beispiel dieser verheerenden Angriffe. Von Anfang August 1944 bis Mitte April 1945 gingen an 194 Tagen und in 94 Nächten auf 127 deutsche Städte massierte Bombenteppiche pausenlos nieder. Gott. Schlimm. Hier sieht man, wie die Bombe hier runterfällt. Das so hat's ausgeschaut damals. Schlimm. Schlimme Zeiten. Das muss Schweinfurt sein, oder? Ei. Schlimme Zeiten. Echt schlimme Zeiten. So. Gehen wir drauf so weiter. So, ein VW Bulli. Das schaut cool aus. Da haben wir noch Ausrüstung. Kutschen. Okay. Koch. Feld Lazarett in der Etappe. So. So ein Abschlepper oder ne? So das Abschlepper, ja. Altes Ding. Bomben drin. So. Sieht man das Ding auch drin? So ein Motor hat das? Wasserpumpe.
So. So, sehr Bock mal. Ja, das ist auch dieses Rad. So, jetzt gerade weiter in die Halle 3. Das war jetzt rausgehen. So, jetzt sind wir fertig hier. Okay, nach draußen. Draußen ist ja noch was. Lass mal diesen Halle 1, jetzt sind wir 2 und 3. Jetzt sind wir gerade 3 vorbei, 2 jetzt, jetzt sind wir 1. Fünf Freunde.